Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Muster ist dieses wunderschöne Strickmuster, welches aus einer Maschenzahl teilbar durch 11 plus 2 Randmaschen und 8 Musterreihen besteht. Das wesentliche Muster kommt in der 5. und in der 7. Reihe und alle anderen Reihen werden mit rechten und linken Maschen gestrickt. So sieht die Vorderseite aus und so die Rückseite. Ein sehr schönes und sehr einfaches Strickmuster. Ich habe 24 Maschen auf der Nadel. 24, weil wir gesagt haben, teilbar durch 11. Ich habe es mal 2 genommen, das sind 22 plus 2 Randmaschen, 24. Eine Rückreihe rechter Maschen habe ich bereits schon gestrickt, damit das Muster auf der Vorderseite scheint. Und es geht los mit Reihe 1. In der ersten Reihe werden alle Maschen rechts gestrickt. Bis zum Ende der Reihe werden alle Maschen rechts gestrickt. Reihe 2. Meine Randmasche stricke ich rechts und nun werden alle Maschen links gestrickt. Bis zum Ende der Reihe werden alle Maschen links gestrickt. Und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 3. In der dritten Reihe werden alle Maschen rechts gestrickt. Bis zum Ende der Reihe alle Maschen rechts stricken. Reihe 4. Die Randmasche stricke ich rechts und nun alle Maschen links stricken. Bis zum Ende der Reihe werden alle Maschen links gestrickt. Und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 5, hier stricken wir unser wesentliches Muster. Die Randmasche stricke ich rechts und nun zwei Maschen links zusammenstricken. Ich steche in zwei Maschen ein und stricke beide zusammen links. Und nochmal, zwei Maschen links zusammenstricken. Ein Umschlag. Eine Masche rechts stricken. Ein Umschlag, zweite Masche rechts stricken. Ein Umschlag, dritte Masche rechts stricken. Und ein Umschlag. Zwei Maschen links zusammenstricken. Und nochmal, zwei Maschen links zusammenstricken. Und das ist unser Musterrapport in der 5. Reihe. Nochmal. Wir fangen mit zwei Maschen links zusammenstricken an und nochmal zwei Maschen links zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts. Ein Umschlag, zweite Masche rechts.
ein Umschlag, dritte Masche rechts. Ein Umschlag, zwei Maschen links zusammenstricken. Und nochmal zwei Maschen links zusammenstricken. Die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 6. Meine Randmasche stricke ich rechts. Und nun werden alle Maschen samt den Umschlägen links gestrickt. Maschen sowie Umschläge links stricken. Bis zum Ende der Reihe werden alle Maschen links gestrickt. Und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 7 genauso wie Reihe 5. Die Randmasche rechts und jetzt wieder zwei Maschen links zusammenstricken und nochmal zwei Maschen links zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts. Ein Umschlag, zweite Masche rechts. Ein Umschlag, dritte Masche rechts stricken. Ein Umschlag, zwei Maschen links zusammenstricken. Und nochmal zwei Maschen links zusammenstricken. Und das ist unser Musterrapport in der 7. Reihe. Und nochmal zwei Maschen links zusammenstricken. Nochmal zwei Maschen links zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts. Zweiter Umschlag. Die zweite Masche rechts stricken. Dritter Umschlag, die dritte Masche rechts stricken. Ein Umschlag, das ist der vierte Umschlag. Zwei Maschen links zusammenstricken. Und nochmal zwei Maschen links zusammenstricken. Und die Randmasche stricke ich rechts. Der Musterrapport endet mit zwei Maschen links zusammenstricken, nochmal zwei Maschen links zusammenstricken und beginnt wieder mit zwei Maschen links zusammen und nochmal zwei Maschen links zusammen. Nicht vergessen, wir haben zwischen den Mustern immer viermal zwei Maschen links zusammen. So, Reihe 8. Die Randmasche stricke ich rechts. Und nun werden alle Maschen links gestrickt. Bis zum Ende der Reihe werden alle Maschen samt den Umschlägen links gestrickt. Und die Randmasche stricke ich rechts. Und das sind die 8 Reihen, die stets wiederholt werden. Es ist ein wirklich ganz, ganz einfaches Muster. Und nach ein paar Reihen haben wir dann dieses wunderschöne Ergebnis. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo. Es werden viele weitere schöne Muster folgen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.